Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video! I got a feeling that today's gonna be a good day! Ich meine, ich bin ein Hai. Sieht man? Das ist meine Flosse? Das hier sind meine Flossen. Heute wollte ich euch nämlich mal ganz besonders Hai sagen. Ich komme hier gar nicht klar mit meinen Flossen. So, Flossegenosse. Sag euch ehrlich, ich dachte, die Stadt hat immer ganz besonders cozy. Denn wie ihr schon richtig gelesen habt, ich werde heute 24 Stunden in diesem Bett verbringen. Oh mein Gott, es ist so heiß in diesem Teil. Oh Gott, Leute, ich halte es nicht aus, Leute. Hai sein ist doch anstrengender als alles andere. Ich war letztens auf Insta, habe so ein bisschen durch eure DMs gescrollt und dann habe ich mich auf einmal gefühlt wie bei Wetten das, wenn eine Zuschauerin meinte, ey Kim, Wetten, du schaffst es nicht 24 Stunden in deinem Bett zu verbringen, weil du nicht still sitzen kannst und weil du nicht chillen kannst. Und ich bin so, hey Leute, ich bin der größte Chiller. Ihr wisst es nur noch nicht. Also ich und mein Bett sind ein Herz und eine Seele. Wenn wir zusammen sind, dann ist es eine Fusion, Leute. Mein Bett ist mein Spirit Animal. Ich muss das ausziehen, Leute, das ist viel zu heiß. Aber auf jeden Fall Challenge accepted. Ich glaube, das wird gar keine Challenge. Ich glaube, es werden die chilligsten 24 Stunden, die ich in den letzten 6 Monaten hatte. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Ich habe einen Mini-Kühlschrank. Der ist da. Da sind Zutaten drin. Ich werde nämlich hier in meinem Bett kochen. Ich habe mir Sachen. Es ist wirklich wie bei einem Survival Outdoor Camp hier. Ich habe einen selbstkochenden Topf. Den werden wir nachher testen. Das bedeutet, ich werde hier drin kochen. Ich werde einfach hier drin leben. Es ist jetzt 11.15 Uhr und ich muss bis morgen um 11.15 Uhr auch wieder hier drin bleiben. Der Timer läuft ab jetzt und ja. Mache ich als erstes. Ich hoffe, ich bin genug. Warte mal. Bin ich dumm? Ich mache mir für alles Checklisten und To-Do-Listen, aber für meine Vorbereitung habe ich aber gar keine gemacht. Ich hoffe, ich habe einfach alles. Es ist dumm, aber ich habe mir vorgenommen, sehr wenig zu trinken, weil ich habe keine integrierte Toilette hier in meinem Bett. Deswegen, ich kann in den nächsten 24 Stunden nicht aufs Klo gehen. Ich habe heute Morgen schon eine ganz kleine Kleinigkeit gefrühstückt, aber ich schwöre, ich habe schon wieder Hunger, ich habe Durst und ich habe auch eine Sache vorbereitet, die sollten wir eigentlich jetzt sofort machen. Ich muss euch auch so eine kleine Roomtour von meinem Bett geben. Erstmal habe ich da so ein paar Kochutensilien und so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall gebrauchen könnte. Warte mal, ich habe kein Messer. Nein, scheiße. Okay, die erste Sache habe ich auf jeden Fall vergessen. Absturz, Digga, ich habe einfach kein Messer und ich werde ein Messer brauchen. Ich habe so viele Kissen in meinem Bett, weil das ist nicht mehr normal. Habt ihr das gerade gehört? Ich glaube, da hat sich was bewegt, denn ich muss das erstmal hier ein bisschen näher ranholen. Ich habe hier ein Glas mit Eiswürfeln vorbereitet, denn ein Tag ist erst wirklich dann richtig babamäßig, wenn ich ein Ice Caramel Coffee Cold Brew Latte getrunken habe. Ein bisschen Eis ist auf jeden Fall noch drin. Das bedeutet, wir müssen ihn noch nicht jetzt genau trinken, aber in der nächsten Stunde safe. Das sind alle Sachen, die ich mir hier bereitgestellt habe. Ich hoffe, das reicht alles. Das ist mein Mini-Kühlschrank, der funktioniert einfach wirklich. Let's have a look inside. Hallo! Ich bin ausgestattet des Todes, ihr wisst gar nicht, ne? Ey, Alter, der ist wirklich schon so kalt. Ich habe hier natürlich auch meine Snacks alle bereitgestellt. Aber ich habe natürlich nicht nur eine Station, ich habe auch noch eine zweite Station. Und zwar auf dieser Seite des Betts. Ich habe mir einfach meine Kaffeemaschine hergeholt. Frischer Kaffee direkt am Bett, was soll man mehr? Ich habe mich natürlich auch komplett ready für euch gemacht. Richtig dumm eigentlich. Wer schminkt sich, um den ganzen Tag im Bett zu chillen? Aber ich schwör's euch, Leute, hätte ich mich nicht geschminkt und mich nicht ready gemacht, dann hätte ich mich so gefühlt, als wäre ich krank, erkältet, irgendwie Grippe oder so. Es ist jetzt auch schon unordentlich hier, ne? Es ist viel zu viel. Jetzt ist es voll ungemütlich. Ich will meine Decke zurück. Okay. Das ist die Kaffeemaschine. Ich habe die noch nie benutzt. Nur Adi hat die bisher benutzt. But we're gonna try it. Ich muss hier die ganze Zeit so richtig drüber balancieren. Wie auf hohen Schuhen stehe ich hier auf meinem Bettrand. Aber wenigstens habe ich so einen Rand. Das muss da auf jeden Fall rein. Oh mein Gott, nein! Ich lasse es. Das reicht mir. Das ist mir genug. Seht ihr das? Da sind überall schon Krümel, ne? Ich schwöre, scheiße. Und da muss man das jetzt hier, glaube ich, einfach... Ach, hier ist ja auch ein Löffel dabei, damit ich das da reintun kann. Da muss man das hier, glaube ich, platt drücken. Ich habe ja mal in so einem Kaffee gearbeitet. Diese Eiswürfel sind fast alle geschmolzen, deswegen müssen wir uns jetzt hier schnell beeilen. Dieses Kissen geht auch die ganze Zeit in die Kaffeemaschine rein. Junge, was will das da? Nein, das passt da nicht drunter. Amena Tzatziki. Und jetzt muss das so fest... Das ist schlau, dass mein Laptop hier ist. Ich glaube, das könnte schief gehen. Ich brauche jetzt irgendwas, wo dieser Kaffee erstmal reingeht. Ich habe nichts außer diese Schüssel hier. Muss ich aber diesen Kaffee irgendwo hin entsorgen. Oh. Leute, es ist struggle. It's a struggle. Oh, okay, ich habe eine Idee. Ich habe hier so ein bisschen Zewa. Ich habe auch nur so 2 Blätter oder so. Bin ich eigentlich dumm? Warum? Nein, es ist zerrissen. Und jetzt kommt das hier rein. Und so kann ich es aufbewahren. Eventuell für einen weiteren Kaffee. Muss ich hier irgendwas einstellen, Leute? Ich schwöre, keine Ahnung. Ich drücke jetzt einfach auf Tasse. Wow! Also Premiere, ne? Das ist wirklich mein erster Kaffee damit. Ja, geilo. Eigentlich könnte ich die auch hier stehen lassen. Morgens einfach davon geweckt werden. Oh mein Gott, das ist voll viel. Alter, kann das mal aufhören? Reicht. Okay, reicht. Stopp. Stopp! This is enough. This is very enough. Nein, okay, es reicht. Stopp. Hallo. Ey. Ja, alles klar. Scheiß drauf. Wieso kommt da so viel raus? Ich dachte, das ist nur ein Digga. Oh nein. Nein. Oh. Okay, kann das jetzt mal stoppen? Ach, ich muss da selber drauf drücken. Okay. Ups. Ich komme hier gar nicht mehr hinterher. Es steht hier alles auf 7:30 und ich muss das jetzt irgendwie... Bitte, ne? Nein! Ah, mein Hand verbrennt. Mann, oh! Ich mach das auf dem Boden. Das hier muss weg. Das kann ich auch eigentlich anziehen. Okay. Und jetzt da rein. Ja. This is how we do it. Oh. Muss ich jetzt schon mein letztes Zewa aufopfern? Ey, wir sind nicht mal eine Stunde into it, ne? Ich glaub's nicht. Aber sieht aus wie Eistee. Okay. Ich habe natürlich auch einen Tisch für mein Bett, damit ich nicht alles komplett dreckig mache. Ich habe natürlich etwas Milch, Hafermilch. Und das Wichtigste, Karamell, ne? Ihr wisst, Karamell. Beste. Jetzt kommen erstmal 2 Teelöffel. Also großzügige Teelöffel, ne? Also so, oh, ups, hier. Two shots of vodka. Und wir füllen das Ganze mit Milch auf.
Wow, this is it. Yes! Das war ein Tutorial, wie man Kim glücklich macht. Das Schlimmste ist, dass man keinen Platz hat, um irgendwas abzustellen. Ich stelle das jetzt auf dieses Brett hier. Das stelle ich jetzt wieder runter, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt wird's cozy. Morgen. Ja, schmeckt gar nicht nach Kaffee. Schmeckt nach Milch mit Karamell, aber ist auch lecker. 2 Stunden später. Es ist die perfekte Zeit, um eine wundervolle Beschäftigung hier in diesem Bett zu vollbringen. Ich glaube, das ist das Beste und Spannendste, was man hier machen kann. Und zwar einen Adventskalender öffnen. Ich stehe ja sowieso jeden Morgen schon gerne auf. Aber wenn einem dann noch ein Geschenk erwartet morgens, ja, dann ist das einfach nicht. Und ich habe hier den, glaube ich, krassesten Adventskalender, den man hier auf dem Markt finden kann. Das ist von Philae und er hat einen Wert von 785 Euro. Alter, da ist Schmuck im Wert von 785 Euro drin. Das ist crazy. Und im Vergleich dazu kostet er nur 169 Euro. Erstens, der sieht so schön aus. Der hat hier einfach so 5 bis... Da öffnet sich auch direkt die nächste Tür. Ey, bitte, wie schön sieht der aus? Ich komme gar nicht klar. Der Schmuck, der da drin ist, ist auch exklusiv nur für den Adventskalender. Also, ey, once in a lifetime chance. Und man kann sich sogar auswählen, ob man den in Silber, Gold oder Roségold möchte. Und das Krasseste, es gibt insgesamt 3 Tickets, so goldene Tickets, die da drin versteckt sein können. Mit dem gewinnt man einfach eine Reise nach Hawaii. Oh mein Gott, genau das möchte ich jetzt. Das brauche ich jetzt. Ist es hier drin? Okay, nein. Bei mir ist es nicht drin. Das erhöht natürlich eure Chance, dass eins von den 3 Tickets bei euch mit drin ist. Einfach, Digga, goldenes Ticket nach Hawaii. Was wollen wir öffnen? Ich ziehe einfach mal. Wie geil, das sind einfach so richtige Boxen. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Oh. Ey, wie schön glitzert das bitte. Es ist einfach ein Ring. I love it. Der ist nicht so ganz zu, der ist einfach so ein bisschen offen. Das sieht ja so cool aus. I don't come in klar. Ich würde auch gerne so einen großen schon öffnen. Das ist einmal Element Water. Wie schön sieht das aus? Wow, ich komme doch nicht darauf klar. Make me water. Hallo. Okay, das ist very groß. Das fühlt sich gerade... Wow, Lava. Guck mal, das obere Armband war jetzt da drin und das passt zu meinen ganzen anderen Armbändern. Und nochmal, ich liebe die Armbänder, ich liebe den Schmuck. Ich mache keinen Joke, ne? Der ist einfach wasserfest. Du kannst den immer tragen, du kannst damit schwitzen, du kannst alles machen, weil einfach wasserfest, einfach geil. Geil, auch schön. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich glaube, ich werde den wirklich komplett öffnen, ne? Ah, ich zeige euch nicht alles. Aber auf jeden Fall, die habe ich gerade noch gefunden. Die ist unnormal schön. Und noch so eine andere richtig geile Kette. Ey, Freunde, wirklich, ne? Wenn ihr euch was gönnen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in meiner Infobox ab, ne? Schaut euch den Kalender an und ey, viel Spaß damit. Und es wird eine geile Vorweihnachtszeit. 2 außerordentlich öde Minuten später. Wir könnten natürlich erstmal was snacken. Ich habe nämlich einfach pinke Oreo-Kekse. Ich habe keinen Plan, ob das nur die Verpackung ist, aber ich denke nicht. Ich meine, ich kann halt kein Japanisch oder Chinesisch, deswegen weiß ich nicht, was da drauf steht. Außer das hier, das kann ich lesen. Da steht öffnen. Das war richtig teuer, diese scheiß Verpackung. Da sind 2 Dinger drin. Wenn das jetzt nicht nach Einhornpups schmeckt, mit Kirschblütengeschmack. Wow. Es sieht einfach richtig toll aus. Es riecht nach, warte, es riecht nach was Alkoholischem. Nee, nach Blumen. Nach alkoholischen Blumen. Ich kann es nicht beschreiben. Es war auf jeden Fall reingeschissen teuer. Ich glaube 8 Euro und ich habe es in so einem amerikanischen Süßigkeitenkiosk gefunden. Aber vielleicht lohnt es sich ja. Es ist auf jeden Fall der schönste Oreo-Keks, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh mein Gott, das ist so trocken. Hm. Oh, auf einmal wird es fruchtig. Es schmeckt ganz anders, aber ich weiß noch nicht, ob es gut schmeckt. Die können jetzt draufstehen, dass da irgendwelche giftigen Stoffe drin sind und ich esse die einfach und ich bin so, oh ja. Boah, die Creme hat so, die ist so sauer irgendwie. Dann denkt man, das ist voll fruchtig. Sieht gut aus, schmeckt aber nicht so. Gut, dass ich noch etwas habe, was Pinkes. Ich dachte mir, das ist das perfekte Essen, um es hier im Bett zu essen und sich hier das zuzubereiten. Sagt mir bitte nicht, ihr habt es nicht mitbekommen, diesen Trend und diesen Hype und diese komischen Nudeln hier, ja? Die sollen auf jeden Fall krass sein. Ich habe früher in meinem Leben auch so Instant-Nudeln, Yum-Yum und so gegessen und so, ne? Für 50 Cent, wenn es einfach günstig war. Aber die hier sind so over the Hype, die haben 4 Euro gekostet. Aber wir werden es jetzt testen. Ihr müsst jetzt schon mal zugeben, dass ich oberschlau bin, weil ich kann jetzt einfach heißes Wasser aus der Kaffeemaschine nehmen. Also glaube ich auf jeden Fall, dass das geht, weil eigentlich muss ich da doch einfach heißes Wasser, wenn ich da keinen Kaffee reinmache, dann muss da auch einfach, oder? Ich finde die Verpackung halt richtig schön. Dieses Carbonara-Geschmack. Aber es ist ja nicht wirklich Schinken drin, oder? Hier steht auch Hot Chicken Flavor. Der Typ, der das da verkauft hat, meinte, ey, mach auf gar keinen Fall die ganze Soße da rein, sonst wird dir dein ganzer Mund abfackeln. Du brauchst Feuerlöscher. Okay, krass. Das sind ja richtig große Nudeln. Die ich früher gegessen habe, sahen viel kleiner aus. Oh, wow. Hier ist einmal so ein Puder drin. Und diese Soße, ich glaube, das ist diese richtig scharfe Soße. Ey, diese Sachen sehen so aus wie von Cooking Mama. Kennt ihr noch dieses Nintendo DS-Spiel? Ich schwöre, hätte ich mir mal ein Nintendo geholt. Scheiße. Das sieht aus wie so Essen für Puppen, oder? Cooking Interdirection. Hä? Die Kochanleitung ist so random. Da steht, die Nudeln in 600 ml kochendes Wasser hinzufügen. Zweitens, bitte lassen Sie 8 Esslöffel Wasser übrig. Nummer 3, flüssige Soße und Käsepulver hinzufügen. Viertens, gut umrühren und servieren. Aber was ist mit den 8 Esslöffel Wasser? Die tauchen nie wieder in der Story auf. Das verstehe ich nicht. Ich mache da jetzt einfach so viel kochendes Wasser rein. Ich hoffe, ich habe überhaupt so viel Wasser in diesem Wassertank, ne, von dieser Kaffeemaschine. Diese Schale übrigens, Sidefact, wundert euch nicht, dass es so eine hässliche Schale ist. Die hat Adi gemacht. Wir waren in Berlin Keramik bemalen und ja, da sind sehr tolle Schmuckstücke entstanden. Checkt auf jeden Fall meinen Zweitkanal ab. Da vlogge ich sehr viel mit Adi zusammen. Wir machen immer crazy Sachen. Da seht ihr auf jeden Fall, wie wir dieses Keramik bemalt haben. Und zwar echt, wie meine Oma sagen würde, zum Schießen. Probieren wir das einfach mal aus. Die Schale passt hier wenigstens drunter. Und jetzt, warte, ach so, warte, das muss ich rausnehmen erstmal, ne? Und jetzt ist die Frage, kommt das da raus? Oh, shit. Oder kommt das da raus? Soll ich auf Dampf drücken? Nein, lieber nicht. Scheiße, ich hab schon drauf gedrückt. Hallo.
Hallo. Ah, das heizt sich gerade wieder auf. Ich checke. Ich fühle mich wie so ein kleiner Nichtsnutzender, dass ich mir einfach so aus dem Bett raus Essen mache. Das fühlt sich gar nicht gut an. Yes! Habe ich da gerade gesehen, dass das Wasser so ein bisschen braun war? Boah. Und ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist genug Wasser in diesem Tank. 12 Sekunden später. Es fühlt sich nur sehr langsam. Es hört sich richtig so an, als würde diese Maschine arbeiten, aber so richtig raus kommt nichts. Okay, nee, das hört sich jetzt gar nicht mehr gut an. Scheiße. Nein! Nee, das Wasser ist leer. Das Wasser ist leer. No way! Nein. Das ist auf jeden Fall nicht ganz befüllt. Vielleicht kann ich das ja umdrehen. Einfach so von allen Seiten so ein bisschen garen. Das kocht auch gar nicht genug. Ich versuche gerade... Oh nein. Keine Problem. Kriegen wir hin. Wir nehmen eine Gabel. Ich würde den Glauben einfach mal nicht verlieren daran. Aha. Hier wird es auch schon ein bisschen weicher. Guck mal, doch. Let's gonna get it. So langsam, ne? Ich habe das mit dem Wassertank nur echt ein bisschen anders eingeschätzt. Ich sollte nicht auf einer Tankstelle arbeiten. Ich glaube, ich bin dafür nicht gemacht. Die hier wird auch gar nicht durch irgendwie, oder? Okay. Nee. Wow. Das erinnert mich früher an meine Schulzeit. Da habe ich auch immer so Käsenudelsuppenkantinen gegessen. Boah, ich glaube, das wird mabamäßig. Ob jetzt Trüffelnudeln oder das ist doch jetzt, ne? Ich mache wirklich ganz ein bisschen von dieser Sauze da rein. Weil ich habe wirklich Schiss. Wenn ich das hier verkacke... Das wird bestimmt schon total viel. Ich darf das nicht verkacken, Mann. Ich habe wirklich nicht viel Essen hier. Das sieht so spicy aus. Oh nein. Oh mein Gott, das sieht lebensgefährlich aus. Das färbt sich direkt ganz rot hier. Vorher sah es besser aus. Nein. Ich werde danach dieses Bett einmal komplett in die Waschmaschine stecken müssen. Ich glaube, ich habe fertig gekocht. Ich glaube, mir ist gerade so ein Spritzer von der Soße in mein Auge gekommen. Und es brennt, glaube ich. Oh mein Gott. Sonne, mein Tag. Was? Scheiße, ich glaube, ich hätte gar keine Soße da dran machen sollen. Scheiße, das geht gar nicht. Scheiße. Bah. Nein, Mann, ich habe unnormal Hunger. Ich esse jetzt einfach. Das geht so nicht. Warum ist das so scharf? Irgendwie alle veratmen. Das kann doch nicht sein. Ich habe instant gerade Bauchschmerzen bekommen. Nein, Mami. Oh nein, es ist mir auch noch die Zähne, die noch runtergefallen. Hello. Darkness, my old friend. Ich habe diese Soße auch richtig an meiner Hand kleben. Ich kann die, eigentlich lecke ich immer Sachen ab, so, ne? Ja, ist ja eine schlechte Idee. Es ist alles so scharf, ne? Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. So langsam, aber sicher, ja? Also nee, ich fühle auch diese Hose gar nicht mehr. Ich habe die hier richtig voll gesaugt mit Schokolade, mit dieser Soße. Ich habe hier noch so eine Hose gefunden. Ich will ein ganz quicker Change hier. Und ich mein's ernst, ne? Ihr denkt euch, okay, Kim, Digga, das sind Socken, aber meine Socken flutschen die ganze Zeit von meinem Fuß runter. It's a matching outfit. Jetzt fühlt mich so, als würde wieder ein neuer Tag von vorne beginnen. Aber ich bin ja nicht blöd, ne? Ich habe ja noch eine Beschäftigung. Ich habe ja ein neues Hobby, ne? Die Leute, die das letzte Video gesehen haben, haben gesehen, ich mache mich sehr gut im Lego-Bauen. Ich habe das früher als Kind nie gemacht. Jetzt bin ich richtig darauf kleben geblieben. Nachdem ich letztes Mal dieses Flower-Bouquet da gemacht habe, machen wir heute eine Orchidee. Snooker Level More. Peilt ihr? Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Fussel in meinem Mund. Orchideen sind die Lieblingsblumen meiner Mutter. Orchideen sind manchmal auch gar nicht so leicht zu pflegen. Deswegen baue ich sie einfach aus Lego und ich werde sie ihr schenken. Das hier sind übrigens so Fake-Lego-Blumen, also die sind gar nicht wirklich von Lego. Aber die funktionieren auch so. Und ja, wow. Diese Anleitungen sehen immer so aus, als würde man so einen Cyborg bauen. Einfach so einen menschlichen Roboter. Ich schwör's euch, Alter. Wow, was? Ich baue auch den Blumentopf? You kidding me? Ich verliere hier auch die ganze Zeit alles. Das kann doch nicht sein. Ich habe 2 Quadratmeter zum Leben. Es ist jetzt 17.41 Uhr. Ich bin gespannt, wann ich damit durch bin. I say so. It's gonna be dowering. Und dabei, meine lieben Damen und Herren, werde ich einfach so ein bisschen Beats hören und dann schreibe ich immer so ein bisschen Freestyle. Ich brauche den Beat ein bisschen lauter, bitte, danke. Ich baue jetzt Lego. Na Logo. Guck mal auf mein Shit, da ist ein Logo. Von Worst Behavior zu Gravia. Ja, es wird jetzt hier Raviga. Ja, so ungefähr, ne? Das sieht aus wie irgendwas von Mario. Und ich habe erst dieses Ding hier zusammengebaut. Es bewegt sich. Ich weiß nicht, was es tun kann. Man kann es auseinandernehmen, man kann es wieder zusammen machen. Es hat so wie so kleine Kanonen hier außen. Es hat so lange gedacht. Jetzt habe ich es wieder falsch hier zusammengebaut. Mann, ich krieg hier noch einen Ausraster. Ja. Aua, meine Nase. Ich riskiere auf jeden Fall mein Leben hier gerade dafür. Nein, Digga, ich muss den Stack noch höher stacken. Ey, das sieht doch so aus, als würde ich gerade ein Flugzeug zusammenbauen, oder? Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht normal. Für so einen Anfänger wie mich, ja, ist das hier wirklich gerade, ne? Als würde ich einen Marathon im Lego machen. Aber egal, let's go. Keine Ahnung, was das dieses Mal mit einer Blume zu tun hat. Ich schwör's euch, das ist wie Physikunterricht. Es lässt sich immer noch bewegen. Ich baue gerade einen Hydraulikmotor oder so. So langsam kriegt bei mir auch schon wieder der Hunger. Beziehungsweise er war nie ganz weg. Zwei Stunden später. Es ist einfach 19.26 Uhr. Mein Gehirn kommt gar nicht mehr klar. Guckt euch das mal bitte an. Also, ich wollte eigentlich für die Blumen bauen. Ich bin schon echt weit gekommen. Aber es ist eine richtig krass gute Beschäftigung. Die Zeit fliegt. Wie im Fluge vergeht sie. Aber das macht richtig Bock, Alter. Einfach im Bett zu chillen und das zu machen. Das ist live, Alter. Ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Sing Hallelujah! Sing Hallelujah! Ich hab den Topf
fertig. Hä, sieht voll cool aus, Freunde. Wir können das direkt hier gleich als Dekoration aufstellen. Moment, jetzt sind wir bei Schritt 32 von... Ah, entspannt, ja. 102. Viel, viel später. Mir ist schwindelig. Ich habe vergessen zu atmen. Es ist 20.16 Uhr. Ah. Ich will chillen. Leute, das beansprucht mein Gehirn. Dieses Kackding, Alter. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich... Guck mal, Leute, ne? Ganz großer Struggle. Ich habe einfach nichts zum Abschminken. Das bedeutet, ich muss safe Adi Bescheid sagen, dass er hierher kommt. Außerdem ist es sowieso viel chilliger, zusammen im Bett zu chillen. Man kann auch allein chillen, zum Beispiel mit ihm hier. Aber wisst ihr, wenn man schon so ein Adi hat, dann ist es auch eigentlich toll, ne, wenn er hierher kommt. Ich werde ihm auf jeden Fall Bescheid sagen. Und wenn er herkommt, muss er mir auf jeden Fall Abschminktücher mitbringen. Weil ich kann nicht ungeschminkt einfach schlafen gehen. Das geht nicht. Alles klar, Leute. Es ist 21.17 Uhr. Ich bin fertig, aber ich bin nicht am Ende. Look at this. Ich habe erst 3 von den Blüten gemacht. Eigentlich müssten da 6 sein, aber meine Finger. Ich will euch das nicht zeigen, weil unter meinem Fingernagel sieht es gerade irgendwie nicht so geil aus. Das sieht schon echt richtig eklig an. Aber das sind so Verfärbungen. Jetzt fällt diese Blume hier auch noch ab. Verfärbung ist kein Dreck. Ich gehe morgen zum Dings-Nageltermin. Deswegen kann ich euch nicht zeigen, aber meine Hände, die sind richtig heiß, weil ich die ganze Zeit auf diesen Legostein drum drücke. Dadurch, dass das, glaube ich, so Fake-Dinger sind, hat es nicht so die beste Qualität. Aber hey, ich muss euch einmal sagen, ne, ich habe diesen ganzen Becher hier selber gebaut. Komplett aus 500 Teilen bestand der schon. Komplett unnötig. Die hätten die auch einfach so aus 3 Teilen, hätte man den zusammenbauen können. Aber ist das nicht pretty geworden? Es war wirklich, also die Zeit ist schon fast um. Ich stelle mir das jetzt hier erstmal als Deko hin. Ja, hübsch, oder? Ich habe Rückenschmerzen. Ich saß hier die ganze Zeit wie so ein Gollum, Alter. Ah! Es wird Zeit, Freunde. Wir werden jetzt hier kochen. Und nicht dieses Kochen vorhin mit Wasser aus Kaffeemaschine rausholen und so. Nein, ich habe einen richtigen Kochtopf. Da steht alles auf Chinesisch drauf. Ich verstehe schon wieder gar nichts. Aber das Ganze ist sehr viel... Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich muss auf Toilette. Nein, muss ich nicht. Wir ignorieren das jetzt. Der erhitzt sich von selber. Das Ding ist nur, das Kabel, was damit geliefert kam, war kaputt. Aber ich habe Glück und das Kabel von meinem Kühlschrank ist das gleiche Kabel. Das ist total verrückt. Wir bauen jetzt hier unsere Küche auf. Oh mein Gott, es ist so unordentlich alles hier. Ich komme nicht klar. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Versteigerung. Ich habe hier einen Karamellsirup. Der kommt jetzt erstmal. You are. Ey. Du bist toll. Oh, ich rap euch jetzt was vor. Ich kann das nicht, ne? Ich schwöre, wenn sich einmal meine Stimme wiederholt, dann komme ich nicht klar. Upgraded the monster, cause nobody wants to see Marshall no more than one shady and chop liver. Ich hasse dieses Mikrofon. Wir legen das jetzt weg. Wir kochen jetzt. Okay. Beruhigen wir uns alle mal wieder. Ich werde ein bisschen crazy, glaube ich, hier. Ich habe überlegt, was kann man geil in so einem selbstkochenden Kochtopf kochen. Und irgendwie habe ich an Sucuk und Eier gedacht. Ich mag es abends zu frühstücken und ich esse zum Frühstück gerne Abendbrotsachen. Ich liebe es, Pizza zu frühstücken. Abends habe ich so oft einfach Bock auf so ein Frühstück auf einmal. Und deswegen dachte ich, es ist perfekt. Schauen wir mal in den kleinen Kühlschrank hier. Hier befinden sich, okay. Oh nein, meine Orchidee fällt auseinander. Ich habe 2 Eier und Sucuk. Ich habe halt nur kein Messer. Ich muss hier so Akrobatik, ja, weil ich bin ganz schön aggressiv. Und ich werde jetzt einfach dieses Sucuk versuchen mit einem Löffel zu schneiden, ne? Ja. Das Ei ist jetzt schon mal offen, das funktioniert nicht. Ich würde auch gerne meine Hände waschen, das fühlt sich voll eklig alles an nach diesem Lego. Es ist so räudig, einfach Sucuk im Bett zu machen. Was habe ich mir dabei gedacht? Hätte ich mir nicht einfach wie Ende Nudeln kochen können? Doch, das geht, Leute. Man kann Sucuk einfach... Mir ist Sucuk in mein Bett gefallen. Ich tue die Sucuk einfach schon direkt da rein, weil die ist ja auch relativ fettig. Und dann brate ich die einfach schon mal an. Und dann kommt da das Fett raus und dann kann ich das Ei gut braten. Wow. Es stinkt jetzt schon so nach Knoblauch und das brät nicht mal. Holy guacamole. Jetzt muss ich das Kabel hier neu verlegen. Ich habe auch zu viele Kissen hier. Ach du Scheiße. Das Kabel ist richtig kurz. Ich muss hier kochen. Wow, es leuchtet. Scheiße, jetzt bin ich irgendwo drauf gekommen. No way, Norwegen. Freunde, es fängt schon an zu braten. Holy guacamole. Nein, das funktioniert wirklich. Ich komme nicht klar. Es riecht irgendwie nach Sucuk und irgendwie nach so China-Ware. Ey, mir ist hier alles, ne? Es sieht hier so schlimm aus. Jetzt ist mir das hier runtergefallen. Ja, doch. Braten wir das erstmal hier an. Oh mein Gott. Also ich hoffe, dass hier kein Rauchmelder angeht, weil sonst... Nein, Mami! Oh mein Gott, es stinkt so heftig. Ich habe hier gar keine Dunstabzugshaube. Oh Leute, ich bin überfordert. Ey, das ist ganz schön heftig irgendwie. Aber es funktioniert. Ich kann das Fenster nicht öffnen. Es funktioniert und es tritt natürlich auch schon das gewünschte Öl raus. Warum habe ich mir heute Morgen keine Pancakes gemacht? Warum mache ich mir etwas, was komplett nach Knoblauch stinkt? Das ist nicht schlau durchdacht. Ja, aber übel entspannt. Ich weiß noch nicht, auf welcher Stufe das gerade ist. Ah, das ist auch Touch, oder? Nee, ich check das gar nicht. Okay, lassen wir es einfach so und ich würde sagen, wir fügen einfach Eier hinzu. Und jetzt hat es irgendwie auch so eine Stufe erreicht, wo es ganz schön doll qualmt. Warte mal. Oh mein Gott, scheiße. Stopp. Okay, aus. Hallo. Wie mache ich das aus? Oh mein Gott, es qualmt so doll. Nein. Mein Bett wird für immer stinken, oder?
Leute, ich habe das mit einer Hand gemacht. Und noch eins. Oh mein Gott. So, und jetzt wird das Ganze hier einfach vermengt, ne? So funktioniert Rührei mit Sucuk hier bei mir. Boah, das ist so räudig. Wenn Adi das sieht, der wird hier nicht mit mir übernachten. Ich würde doch safe heute Nacht davon träumen, in irgendeinem Knoblauchstück gefangen zu sein oder so. Hä, aber sieht halt richtig geil aus. Ja, doch, ich glaube, mittlerweile, ich glaube, es ist ready, Freunde. Das ist zum Beispiel eine gute Sache am nicht mehr zu Hause wohnen. Also, mir ist gerade einfach Rührei in mein Bett gefallen. Weil sowas hätte ich früher zu Hause auf gar keinen Fall machen können. Meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Ich habe es mir mal ein bisschen gemütlicher gemacht, ne, für unsere Abendbrotstimmung. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so gut funktioniert, ne. Es ist einfach komplett durch geworden. Komplett nicht so wie bei den Nudeln, ich hätte es auch einfach darin machen sollen. Aber hier ist mein Sucuk mit Ei. Ich habe kein Messer, keine Gabel irgendwie mehr. Aber diesen Löffel. Mhm. Mh, geil. Sehr würzig, die Wurst. Mhm. Das ist mein Soulfood, Leute. Ich könnte es immer essen. Wenn du mich um 3 Uhr nachts einfach mitten in der Nacht wecken würdest und mir so einen Sucuk mit Eiteller dahin stellen würdest, ich würde einfach essen. Einfach im Halbschlaf, weil das so geil ist. Ich esse jetzt erstmal das auf. Ich versuche nicht so viel Fett hier in meinem Bett zu hinterlassen. Und dann hoffe ich, dass Alibi kommt und mir die Abschminktücher holt. Alles Gute zum Appetit. Es ist 22.44 Uhr. Ich habe schon so ein paar Folgen von Lupin geguckt. Das war richtig geil. Dann auch noch das Sommerhaus der Stars. Also ich bin auf jeden Fall bedient. Und ich bin ein bisschen dumm. Ich habe meinen Kühlschrank nicht mehr auf Kühlung gestellt, nachdem ich das Kabel für den Topf benutzt habe. Deswegen, ja, ist nicht mehr alles so kühl. Aber es geht. Und wir probieren jetzt hier diese Niederegger Karamell Brownie Marzipan Praline, meine Freunde. Oh mein Gott, ich liebe das. Wenn das so. Mhm. Oh mein Gott, ja! Ich werde das jetzt weiter gucken. Kann gar nichts mehr machen, Freunde. Yeah. Give me the sound. Ey, das war die leckerste Schokolade in meinem ganzen Leben. Scheiße. 3 Stunden später. Es ist 1.29 Uhr und wir haben einen Special Guest hier. Yeah. Wenn ich komme, sieht doch rein, ich fühle mich wie in Talkshow jetzt. Die Luft ist nicht so rein. Was ist das denn cool? Ja. Was ist das denn? Ja, mach mal oben den Play-Button. The playlist is falling. Du hast doch Informatik studiert. Ich hab mich an- und ausgelöst. The Bluetooth device is ready to pair. Hallo? Do my thing, with our playlist is supporting me. Ich hab das mitgebracht, das pflegende Reinigungstücher. You're doing your thing. Kannst du das Mittelding hier abmachen, Digga? Das fuckt voll ab, ne? Ey, Mann, dein Ernst? Oh shit, voll die Magie kaputt gemacht, sorry. With our playlist is supporting me. Ich hab so einen Ohrwurm davon. Kannst du mich anmoderieren jetzt, Mann? Ja. Ich bin jetzt voll okay. In die... Was ist das? Da, warum ist hier eine Kaffeemaschine? Also. Warum sieht, wie sieht's hier aus, Digga? Bitte guck nicht auf die andere Seite. Nein! Ist das Sucuk? Ein Ei? 2 Eier waren das. Was ist das für ein... Hast du das hier gemacht? Ja, Bett. Das riecht so nach Sucuk und Ei, ne? Kannst du das Fenster kurz aufmachen? Ich konnte nicht lüften bisher. Ey, was ist das denn? Ja, ich lebe hier gerade ein bisschen. Ich dachte, vielleicht legst du dich zu mir. Was ist das für ein Gerät, Digga? Das ist ein Topf, ein selbstkochender Topf. Wie? Ist der GS geprüft? Meinst du CE? CE, GS, beides. Der hat nichts, der hat 3C da stehen. 3C hat der. Ich schwör's dir, der geht in die Luft oder so. Mach das nicht. Ich hab das schon benutzt. Boah, Gott sei Dank, mal ein bisschen frische Luft, doch, der Alter. Der hat CE. Da vorne zumindest das Gerät nicht, das Netzteil schon. Achso, das Netzteil ist nicht von dem Topf. Oh, was geht hier ab? Ich hab dir für ein Abschminktücher, glaube ich, mitgebracht. Ja, danke schön. Oh, Gott sei Dank. Kannst du rauskommen? Nein. Hol die doch. Du bist so witzig. Sag sie dir doch. Oh, du bist so blöd. Ne? Nimm mal lieber hier das Mikrofon. Komm rein, Alter. Komm sie rein. Ich darf wieder raus. Nein, Mann. Doch, doch. I'm doing my thing without playlist to support me. Leute, mein Song ist rausgekommen. Wie heißt der denn? Hört ihn euch an. Der heißt For Life. Und das Krasse ist, I don't have no playlist to support me. Hey, ich tue dich in meine Playlist. Scheiß auf Playlisten, Dicker. Die Leute sollen hören. Ich will nicht von Algorithmen gehört werden. Ich will von Menschen gehört haben, die Bock haben auf meine geile Stimme. You heard what I said? Hey, jetzt schminkst du dich ab. Darf ich dich abschminken? Oh mein Gott, sicher, dass du das erst die Augenbraue oder was? Ich will nur so einen Strich machen, wie wenn du deine Augenbraue rasierst. Okay, wir wollen das Ganze hier machen. Die Nummer 17 ist am Start. In Kabine 3 startet das schnellste Pferd aus dem Stall heute. Das klingt wie so Pferderennen. Ja, warum guck ich hier seit 5 Stunden diese scheiß Sendung? Du bist witziger. Ja, okay, mach ich das krass, ne? Au. Ich könnte professioneller Abschminker werden, weil das kannst du abschminken bei mir. Nimm mal den flachen Finger. Nee, ich habe meinen spitzen Finger genommen. Was ist das denn? Pass dich mal ein bisschen dem Auge an und nicht zu doll. Digga, mein Finger ist ergonomisch geprüft, Digga. Wie lange bleibst du hier noch so? Bis morgen früh um 11. Bis morgen früh um 11? Bleibst du hier mit mir? Ja. Können wir nicht einfach hier eine kleine Übernachtungsparty machen? Eine Übernachtungsparty? Also, wenn du Bock hast, ne? Hier ist ein Babybell, ist hier runtergefallen. Kannst du den bitte wieder in den Kühlschrank packen? Und sonst so, was ist dein Plan jetzt noch? Lupin, komm. Ja, nicht einschlafen!
Man kann das auch anders benutzen. Yeah. Woo! Ne? Ohne Remix. Lass mal kurz aussetzen. Yeah, yeah, we're just testing this new mic with our playlist and supporting me. Ich kann das nicht mehr. With all the playlists and supporting any of the stuff. Just doing our thing over here, man. Am nächsten Morgen. Es ist 7.12 Uhr und ich bin einfach vor einer Stunde schon so halb aufgewacht und ich war so, ey, fuck, ich muss nochmal ausklopfen. Habe ich die ganze Zeit versucht aufzuhalten, die ganze Zeit. Aber jetzt, es ging einfach nicht, Leute. Meine Blase macht nicht mit. Die ist älter geworden. Ich hätte ins Bett pinkeln müssen und ich habe davon abgesehen. Ich habe es leider nicht geschafft, aber nee. Ich habe extra nicht so viel getrunken und so, aber trotzdem irgendwas, ne, irgendeine Flüssigkeit musste da einfach raus. Jetzt bin ich gerade auf dem Klo, das war sehr schön und ich fühle mich auch wieder besser. Ich werde jetzt erstmal duschen gehen. Ich werde jetzt erstmal alles aufräumen. Es ist alles so ekelhaft und dann erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Ich muss mal ein paar Schritte sammeln und so. Ich habe mich so lange nicht mehr bewegt, Alter. Zwischendurch wusste ich nicht, ob ich überhaupt noch gehen kann. Aber ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und falls ja, dann zeigt mir das auf jeden Fall mit einem Like und abonniert natürlich den Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Falls es irgendwelche Videos gibt, die ihr auf jeden Fall sehen wollt, dann schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gerade offen für alles Neues, Tolles. Ja, Mann. Peace. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.